eine logistische Meisterleistung, wie die Bundeswehr ihr Material an einen Einsatzort bringt. Eine lange Reise geht zu Ende. Nach 2 Wochen auf See erreicht die dänische Fähre Susa Seaways sicher den Hafen von Iskenderun. Ihre Route begann im Hafen von Travemünde. Ein Team von Spezialisten hatte dort die Beladung mit Fahrzeugen und Containern für den Patriot-Einsatz vorgenommen. In der türkischen Hafenstadt steht das Team erneut bereit, diesmal um das Schiff zu löschen, wie das Entladen in der Seefahrt genannt wird. Die Heckrampe setzt auf und gibt den Blick frei auf die Fahrzeuge für den Einsatz Active Fence in der Türkei. Die 45 Soldaten der Hafenumschlagskompanie vom Logistikbataillon 161 stehen bereit. Die Gesamtleitung des Hafenumschlags liegt wieder bei Fregattenkapitän Kai Brodowski. So wie in Travemünde. Man kennt sich, ist aufeinander eingespielt. Der Fregattenkapitän gibt grünes Licht, die Löschung kann beginnen. Die Crew ist in 2 große Gruppen aufgeteilt. Die einen lösen die Verzugketten, das sogenannte Laschen. Die anderen können dann die Fahrzeuge von Bord steuern. Für ihre Aufgabe sind die Soldaten der Hafenumschlagskompanie gut vorbereitet. Führerscheine aller Klassen und viel Training machen sie zu unverzichtbaren Spezialisten bei einem Seetransport der Bundeswehr. So rollt ein Fahrzeug nach dem anderen von Bord. Nach gut 2 Stunden ist schon das halbe Schiff gelöscht. Feldjägerfahrzeuge werden da aufgefahren, damit sie als erstes mit Marschband 1 rauskommen können. Gut, der Kommandant Oberbootsmann Geister ist euer Ansprechpartner, der weist euch ein. Hin zu ihm, einweisen lassen und dann ausführen. Los! Die Soldaten der Hafenumschlagskompanie bringen die Fahrzeuge jedoch nicht in den Einsatzraum. Sie fahren sämtliche Fahrzeuge in einem sichtgeschützten Bereich zu Reihen auf, entsprechend den Vorgaben des Einsatzkontingentes. So ist die ganze Operation wie ein Umschichten vom Schiff in den Abstellraum zu verstehen. Der eine Stapel wird immer leerer, der andere immer voller. Die originären Kraftfahrer werden später ihre Fahrzeuge übernehmen und in der Phase Verlegung zum Einsatzraum führen. Für die Kraftfahrer der Hafenumschlagskompanie ist nach einem Fahrzeug die Arbeit natürlich noch nicht getan. Per Shuttle-Transport geht es zurück zum Schiff, das nächste Fahrzeug besteigen und an die richtige Position im Abstellraum führen. Die Mitte des Hauptdeckes ist inzwischen komplett gelöscht. Dadurch kann die Rampe in das Unterdeck abgesenkt werden. Hier verbirgt sich weiteres schweres Gerät. Sicher manövrieren die Fahrer die breiten Fahrzeuge aus dem Schiffsrumpf. Auf dem Wetterdeck, also ganz oben auf der Fähre, wird das letzte Fahrzeug abgefahren. Parallel dazu werden die Container auf die Hafenpier abgelassen. Darum kümmern sich die Angestellten der Hafengesellschaft. Mit dem Schiffskran werden die Container auf die Pier abgesetzt. Mit einem Containerstapler, auch Reach Stacker genannt, nimmt der Fahrer die Container auf. Die bereitstehenden Trucks fahren dann die Container in den Abstellraum. Unter den Augen von zahlreichen Journalisten verlassen um 12 Uhr die letzten Fahrzeuge die Fähre. Die Startgeräte des Patriot-Systems werden aus dem hinteren Bereich von Unter- und Hauptdeck gefahren. Die Containerentladung ist zwar noch nicht abgeschlossen, der Job der Hafenumschlagskompanie ist jedoch erledigt. Die Soldaten haben ganze Arbeit geleistet. Um dies möglich zu machen, hat Fregattenkapitän Brodowski viel telefoniert und koordiniert. Der Zoll und die Armee der Türkei, die Hafengesellschaft in Iskenderun und das Bundeswehrteam haben jeweils eigene Vorstellungen, wie der Umschlag abläuft. Kein Hafenumschlag ist wie der andere, jeder Hafen hat seine eigenen Gesetze.
Am Ende sind alle zufrieden. Ich bewerte die Leistung als gut, vor dem Hintergrund, dass wir hier in dem Hafen das erste Mal umschlagen. Das Schiff war pünktlich und wir haben die Entladung des Schiffes wie gewohnt in der geplanten Zeit durchgeführt. Fahrzeuge und Container sind heute von der Sousa Seaways entladen worden. Ab morgen kann das Einsatzkontingent Active Fence auf sie zurückgreifen und die Einsatzbereitschaft herstellen.